2021 haben wir eine digitale Beratungsmöglichkeit entwickelt als Alternative zum bestehenden Prämienrechner. Und diese richtet sich an potenzielle Kundinnen und Kunden, die ihre Versicherung online abschließen, die aber im Prozess geführt und begleitet werden möchten. Wir haben dafür den Sanitas-Avatar Alva genutzt, die bereits im Kundenportal im Einsatz ist, und haben sie aber weitergebildet, sodass sie jetzt nicht nur eine wahnsinnig informierte, sondern auch eine empathische Versicherungsberaterin ist. Im 2021 ist der Bereich Meine Gesundheit in der Portal-App live gegangen. Er ist eigentlich die zentrale Anlaufstelle für alle Fragen rund um Gesundheit. Und wir haben mittlerweile schon über 30 Services integriert, die unseren Nutzerinnen und Nutzern helfen, um einerseits gesund zu bleiben, andererseits schnell wieder gesund zu werden und auch mit chronischen Krankheiten gut zu leben. Sanitas hat sehr viel in neue Technologien investiert, um die Rechnungsabwicklung für unsere Versicherten einfacher und schneller zu machen. Wir haben unsere Angebote und Services in den letzten Monaten konsequent ausgebaut. Wie zum Beispiel durch die Teilnahme am Pilotprojekt Revigo, wo es um robotikgestützte Neurorehabilitation geht, oder durch neue innovative Gesundheitsprogramme und dem neuen Zusatzversicherungsprodukt Kinderwunsch. Die ersten Rückmeldungen von Nutzerinnen und Nutzern zur digitalen Beratung sind durchweg positiv, was uns sehr freut und uns zeigt, dass wir den richtigen Schritt mit dieser Innovation gegangen sind. Natürlich haben wir wahnsinnig viele Ideen, wie wir die digitale Beratung weiterentwickeln können. Und ganz konkret haben wir uns vorgenommen, in naher Zukunft weitere Elemente aus der physischen, analogen Beratung auch in der digitalen Beratung zum Einsatz zu bringen. Wir werden unsere Plattform weiterentwickeln und unseren Nutzerinnen und Nutzern noch eine bessere Begleitung bieten können. Zum Beispiel werden wir im Fall einer akuten Erkrankung möchten wir vom ersten Symptom bis zur Genesung den Kunden an die Hand nehmen. Ein weiteres wichtiges Thema, gerade im Moment, ist auch die mentale Gesundheit. Auch da möchten wir unsere Nutzerinnen und Nutzer besser unterstützen können. Zum Beispiel mit einem digitalen Coaching oder auch einem persönlichen Gespräch. Wir sind offen für neue Innovationen und versuchen die, wenn immer möglich, über bestehende Grundversicherungs- oder Zusatzversicherungsprodukte abzurechnen. Wie zum Beispiel neue medizinische Behandlungsformen oder Methoden. Innovativ bedeutet für mich, auf bestehende und neue Fragestellungen einfache, intuitive Antworten zu finden, die zu testen und dann auch umzusetzen. So machen wir das Leben von unseren Kundinnen und Kunden einfach. Innovation hat für mich persönlich sehr viel mit Mindset zu tun. Es geht darum, dass man radikal denkt, dass man sich löst von alten Mustern, Neues ausprobiert und die zukunftsfähige Lösungen denkt. Für das braucht es eine entsprechende Kultur, eine offene Fehler- und Feedback-Kultur. Und Raum und Zeit, um auch neue Sachen zu probieren. Im Kontext der Medizin bedeutet für mich Innovation, dass etwas wirksamer ist und idealerweise mit weniger Nebenwirkungen vonstatten geht. Innovativ sein heißt für mich, dass ich die Probleme unserer Nutzerinnen und Nutzer erkenne und so löse, dass sie sich ohne Unsicherheiten und Probleme online digital bei Sanitas für eine Versicherung entscheiden können.